You know, I always say, when we come in the presence of God, let's expect to encounter God. Ich sage immer wieder, wenn wir in Gottes Haus kommen, lass uns voller Erwartung kommen. You know, every time I come here, even when I'm alone, I usually pray and say, God, I pray for an encounter with you in this place. Und jedes Mal, wenn ich in dieses Gebäude komme, auch wenn ich allein bin, bete ich, Herr, lass mich dir begegnen. I pray, Lord, that even as people come from different areas, from different nationalities, let us encounter you in this place. Und ich bete mal, auch wenn wir von verschiedenen Orten aus verschiedenen Ländern kommen, lass uns dir begegnen. Because God wants to encounter each and every one of us. Denn Gott möchte jedem von uns begegnen. I pray that you are ready for an encounter with God. I pray that you are ready for an experience with God. Ich bete, dass wir bereit sind für eine Beziehung mit für eine Begegnung mit Gott. He is not just limited in the experience you've had with him in the past. Er ist nicht nur begrenzt mit der Erfahrung, die du schon gemacht hast. There is more. Es gibt mehr. Tell your neighbor, there is more. Sag deinem Nachbarn, es gibt mehr. There is more from the Lord. Es gibt mehr vom Herrn. God has more in store for each and every one of us. Gott hat viel mehr für dich. And I'm telling you, I'm expectant. Und ich sage dir, ich bin erwartungsvoll. And I tell God, God, I am expecting more from you. Und ich sage auch Gott, ich erwarte mehr von dir. I'm expecting a touch from you. Ich erwarte eine Berührung von dir. I'm expecting a touch from you. Ich erwarte eine Berührung von dir. Amen. Amen. Today I want to talk about my topic today is one of the words that God gave me for this year, a time of multiplication. Ich möchte heute predigen über eines der Worte von diesem Jahr, eine Zeit der Vermehrung. I've been saying that I was praying and believing God for a word for this year. Ich habe gebetet für ein Wort für dieses Jahr. And God spoke in my heart that this year, let's expect a time of experiencing our dreams coming to pass. Und Gott hat in mein Herz gelegt, dass wir dieses Jahr erwarten dürfen, unsere Träume erfüllt zu sehen. I'm happy for the testimony of Sister Mary. She's experienced a dream coming to pass. Ich bin so glücklich über Schwester Marys Zeugnis. Sie hat ihren Traum erfüllt gesehen. And I believe that there's still more. Und ich glaube, es gibt immer noch mehr. And also, another word was that it's a time of refreshment. Und ein anderes Wort war, das ist eine Zeit der Erfrischung. It's a time of experiencing God like never before. Es ist eine Zeit, in der wir Gott begegnen werden wie noch nie zuvor. It's a time of multiplication. Und es ist eine Zeit der Vermehrung. And then last Sunday I spoke about is a time God is gathering his people. Und letzte Woche habe ich über das letzte Wort gesprochen. Gott bringt seine Kinder zusammen. And I gave the testimony of what God is doing in Israel. Und ich habe das Zeugnis gegeben, was Gott alles tut in Israel. In fact, when I go back to the preaching of last Sunday. Und wenn ich zurückgehe zu der Predigt von letztem Sonntag. It was so exciting. Es war so spannend, to go through the Bible, durch die Bibel zu gehen, and read the promises of God, und all die Versprechen Gottes zu lesen. What he promised this nation, the Israelites, was Gott den Israeliten alles versprochen hat. It's all written. Es steht alles geschrieben. And this is proof that God is alive and active. Und das ist ein Beweis dafür, dass Gott immer lebendig und aktiv ist. He is alive and active in our generation. Gott ist auch in unserer Generation lebendig und aktiv. He has said something. Er hat etwas gesagt. He's going to bring it to come to pass. Dann wird er das auch erfüllen. In fact, he told Ezekiel. Und er hat Ezekiel gesagt. That Ezekiel, the word that I have spoken. Das Wort, das ich gesprochen habe. I am committed to fulfill it. Da bin ich, da stehe ich dazu, dass ich es erfülle. And he told Ezekiel, in fact, the people of the Israel at that time, they're complaining, oh, the prophecy, the promises of God, they're taking too long. Damals haben die Israeliten sich beschwert und gesagt, all die Versprechen, sie dauern so lange. Maybe there is somebody here, you are saying, oh, I've read many promises from the Bible, from God, and I've claimed them, but they're taking too long. Vielleicht denkst du gerade, ich habe so viele Versprechen gelesen und sie für mich beansprucht, aber sie brauchen so lange. But let me remind you this, God has a time for your blessing. He has a time for your answer. Lass mich dich daran erinnern, Gott hat eine bestimmte Zeit für deine Antwort. He has a time for your breakthrough. Er hat eine bestimmte Zeit für deinen Durchbruch. So the people at that time, they're complaining, oh, the prophecy, the word of the Lord is taking too long. Also damals beschwerten sie sich, dass es alles zu lange dauert. But God says, this is the appointed time that I'm bringing my promise to come to pass. Aber Gott selbst sagt, das ist die bestimmte Zeit, in der ich alles erfüllen werde. God is alive
and active. Gott ist lebendig und aktiv. Let our expectation rise. Lasst unsere Erwartungen höher werden. Let our expectation rise. Lasst unsere Erwartungen höher werden. This generation, we need to let our expectation rise. Wir sollten unsere Erwartungen höher werden lassen. And that's why it's important to read the Word of God, of the great things that He has done, the testimony from God's Word of the miracles He has done, wondrous things that He has done. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen mit all seinen Wundern und seinen Versprechen. Extraordinary things. Außergewöhnliche Dinge. God is a God who does extraordinary things. Gott ist ein Gott, der Außergewöhnliches tut. Is a God of the extraordinary. Er ist ein Gott, der außergewöhnliches. Elka, expect something extraordinary in your life this year. Pastor, erwarte etwas Außergewöhnliches in deinem I'm Leben. I'm waiting. Amen. And you too expect something extraordinary. Du solltest auch etwas Außergewöhnliches erwarten. Now, when you go back to the story of the Israelites. Wenn wir zurückgehen zu der Geschichte der Israeliten. You know, God spoke to Abraham. Gott hat zu Abraham gesprochen. And when he spoke to Abraham, he called Abraham from his family. Get out of your family. Als Gott zu Abraham sprach, holte er ihn aus der Familie heraus. I enjoy this story. Ich mag diese Geschichte. When God was calling Abraham, als Gott Abraham zu sich rief, he told him this. Sagte er, go out from your family. Leave your family. I will take you to the place where I'll take you to a place where I want you to be. Er sagte zu ihm, verlass deine Familie, ich werde dich dorthin bringen, wo ich dich haben möchte. And I've said many times, when somebody tells you, okay, leave that place and go to this place. In this generation, everybody goes to their mobile and they Google. Und ich habe es oft gesagt, wenn dir jemand etwas sagt, dass du zu einem bestimmten Ort gehen sollst, dann holt diese Generation ihr Handy raus und googelt es erstmal. Ich tue das. Many times, we've been to Holland and Belgium with Olaf. Oft war ich mit Olaf in Holland oder Belgien. But before we were there, I was already there. Aber bevor ich da wirklich hingekommen bin, war ich schon dort. I had already Googled. Ich habe schon alles gegoogelt gehabt. I knew the street, how it looked like. I'd gone and checked the street view. Ich hatte schon alles bei Street View mir angeschaut und die Straßen angeschaut. Because most of the time, when Olaf is driving, I'm the Navi. Denn oft bin ich das Navi, wenn Olaf fährt. So he's asking me. So I try as much as I can that I know where we are going. Deswegen versuche ich mein Bestes zu geben, dass wir genau wissen, wo wir hinkommen. And Olaf is cool when he knows that I know where we are going. Und Olaf ist dann ganz entspannt, weil er weiß, ich weiß, wo wir hinfahren. But those days, Abraham, he didn't have Google. Aber damals hatte Abraham kein Google. He didn't have to have Google to obey God. Und er brauchte auch kein Google, um Gott zu gehorchen. You don't need Google to obey God. Du brauchst kein Google, um Gott zu gehorchen. Tell your neighbor, you don't need Google to obey God. Du brauchst kein Google, um Gott zu gehorchen. When God tells you go, then you go. Wenn Gott dir sagt, geh, dann geh. Don't go and Google first. God, I need to see how this place looks like. Du musst nicht erst abchecken, wie dieser Ort aussieht. But one thing that excites me about Abraham. Was mich sehr erfreut an Abraham ist. He was ready to obey God. Er war bereit, Gott zu gehorchen. I don't know how many of us are that ready to obey God. Wie viele von uns so bereit sind wie Abraham? How many of us are that ready to obey God? Wie viele von uns sind so bereit, Gott zu gehorchen? But you see, obeying God, I always say, invites the blessings of God. Aber wir sehen, wenn man Gott gehorcht, lädt es Gottes Segen ein. Later, when you read the story of Abraham in Genesis. Wenn wir weiter die Geschichte Abrahams lesen. But in chapter 22. Aber in Kapitel 22. It is the time that God spoke to him again to sacrifice the promise. In Kapitel 22 bittet Gott ihn, sein Versprechen zu opfern. Abraham had waited many years for a son. Abraham hatte so viele Jahre auf einen Sohn gewartet. But suddenly God gave him the breakthrough. Und dann hat Gott ihm plötzlich diesen Durchbruch geschenkt. And then God tells him, okay, now this breakthrough I've given you, sacrifice it to me. Und danach sagt er eben, diesen Durchbruch, den du bekommen hast, gib ihn mir. Now let me say it like this. Lass mich das so sagen. Sister Mary waited for the breakthrough for a long time, unbefristet. Schwester Mary hat so lange für ihre unbefristete Arbeitsstelle gewartet. We've heard how she says, she was praying, God, other people, they have their promised land. Where is my promised land? Und wir haben gehört, wie sie sagte, sie betete, ich habe
noch nicht mein Land bekommen und die anderen aber schon. And then God comes and gives her promised land. Und dann hat Gott ihr das versprochene Land gegeben. And then later God comes and says, okay, Sister Mary, can you sacrifice that promised land to me? Und dann kommt Gott zu ihr und sagt, kannst du mir diesen Arbeitsplatz wieder opfern? What are you going to do? Was willst du tun? Are you ready to do it? Willst du bereit sein? But that's the situation that Abraham found himself in. In dieser Situation fand sich Abraham. But Abraham knew God. Aber Abraham kannte auch Gott. He knew that if God is the one who's given me this child, er dachte sich, wenn Gott derjenige ist, der mir dieses Kind gegeben hat, is able to raise him up again. Dann ist er auch fähig, ihn wieder zum Leben zu bringen. He's able to restore him back to me. Er ist fähig, ihn mir wieder zu geben. So Abraham made the decision, no matter what, I'm going to do what God is expecting of me. Abraham hatte sich entschieden, egal was passiert, ich werde Gott gehorchen. Until God stopped him. Bis Gott ihn stoppte. But God said to him in Genesis chapter 22, verse 16, and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and you have not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply your seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the seashore, and your seed shall possess the gates of your enemies, and in your seed shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Verse 16 bis 18. Und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. God tells Abraham, because you have obeyed me. Gott sagte, weil du mir gehorcht hast. Because you have not withheld your son, the promise that I gave you, you've not withheld it from me. Weil du nicht einmal dein Versprechen, deinen einzigen Sohn vor mir zurückgehalten hast. In verse 17 says, I will bless you. Deswegen werde ich dich segnen. Now, I like the definition of this word blessing. It's usually to multiply. To empower. Und eine Bedeutung von segnen ist, dass man die Kraft bekommt. Okay, die Kraft bekräftigt wird. Okay. Mm-hmm. To empower to succeed. Dass man die Kraft bekommt, erfolgreich zu sein. Empower to prosper. Dass man erblühen kann. So he says, I will bless you. Also er sagt, ich werde dich segnen. And in multiplying, I'm going to multiply your seed as the stars of the heaven. Und ich werde deine Nachkommen so groß machen wie die Sterne am Himmel. He told him, I'm going to multiply you. Ich werde dich vermehren. And then he tells him, your seed is going to possess the gates of his enemies. Und er sagt auch, deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. I like that. Ich mag das. He says, your seed, they are going to possess the gates of your enemies. Deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Actually, when you study the Bible, you realize those days the most important people, the politicians, they used to sit at the gate. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass damals die wichtigsten Menschen immer am Tor saßen. Yeah, just for example, when you read Proverbs chapter 30 about the prudent wife. Wenn wir zum Beispiel in Sprüche 30 lesen. You see that the important people those days, they used to, it's sort of like the government, the governmental seat was at the gate. Sehen wir, dass die Sitze der Regierung so am Tor waren. So when God tells him that your seed shall possess the gates of your enemies. Also wenn Gott hier sagt, deine Nachkommen werden die Tore der Feinde besitzen. This is a powerful word that God says that they're not going to fight you and defeat you, but you are going to overcome them. Heißt es, dass Gott ihnen sagt, die Nachkommen werden nicht von den Feinden besiegt werden. And then God goes and speaks about the future. Und dann spricht Gott über die Zukunft. Last Sunday I say, what I like with God. Letzte Woche sagte ich, was ich sehr an Gott mag, ist, he sees in the future. Er schaut in die Zukunft. And speaks about the future. Und er spricht über die Zukunft.
God knows about your future. Gott kennt auch deine Zukunft. And that's why he says, do not worry, do not fear. Deswegen sagt er, hab keine Angst und mach dir keine Sorgen. He allows us to go through some things in life. Er erlaubt es, dass wir durch einige Dinge im Leben gehen. But he does not allow those things to destroy us. Aber er erlaubt es nie, dass diese Dinge uns zerstören. Maybe there is somebody here who's going through a tough time or something that is not comfortable. Vielleicht geht hier gerade jemand durch eine sehr schwierige Zeit. That thing is not going to destroy you. Diese Sache wird dich nicht zerstören. But God is seeing you through. Aber Gott wird dich hindurchbringen. Tell your neighbor, but God. Sag deinem Nachbarn, aber but Gott. But God is seeing you through. Aber God is seeing you through. Gott bringt dich durch. Amen. He's bringing you in the future. Gott bringt dich in die Zukunft. So he says in verse 18, and your seed, in your seed shall all the nations of the earth be blessed. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. This seed that he's talking about is Jesus. Und dieser Saat, dieser Nachkomme ist Jesus. He speaks about Jesus thousands of years before it happened. So viele tausende Jahre vor Jesu Geburt spricht Gott über Jesus. Amen. So the promise he gave them was that I will multiply you. Und das Versprechen, das er ihm gab, ist, ich werde dich vermehren. This word multiplication in Hebrew is called rabba. Das hebräische Wort für Vermehrung ist rabba. And the definition is to increase. Die Definition ist zu vermehren. To bring in abundance. Etwas in Überfluss zu bringen. Be in authority. Etwas in Autorität zu bringen. To bring up. Etwas hochzumachen. To continue to enlarge. Etwas weiterzubringen und zu vergrößern. To exceedingly excel. Und etwas außergewöhnlich groß zu machen. Be full of. Voll zu sein, increase, höher zu werden oder größer zu werden. And another word also to nourish. Aber es heißt auch, dass man genährt wird. You know, I like the definition of words. Ich mag die Definition von Worten. Because it enables us to fully understand what was said. Denn Definitionen zeigen uns oder helfen uns, die Worte wirklich zu verstehen. I remember those days when I was in Bible school. Ich erinnere mich an die Zeit in der Bibelschule. They told us how word study is very important. Sie erzählten uns und sagten uns, wie wichtig es ist, Worte zu lernen. Oder? And how it's important. For example, when you're reading the Bible, to have a concordance. Und wie wichtig es ist, wenn man die Bibel liest, dass man eine Konkordanz hat. Where you can go and get the definition of different words. In der man all die Definitionen von verschiedenen Worten nachschlagen kann. For you to be able to know exactly what God is saying. Damit wir genau wissen können, was Gott damit sagen möchte. So when I read the definition. Also wenn ich die Definition lese, don't say, ah, is he again with the definition? Dann sag nicht, oh nein, er fängt wieder an mit seinen Definitionen. Tell a neighbor he's talking about you. Sag deinem Nachbarn, er spricht gerade über dich. But this is the wonderful promise that God is speaking. Es ist ein wunderbares Versprechen, das Gott sagt. I want to increase you. Ich möchte dich größer machen. I want to bring you in a place of abundance. Ich möchte dich an einen Ort des Überflusses bringen. I want to bring you in a place of authority. Ich möchte dich an einen Ort bringen, wo du Autorität hast. You know, these are words that as Christians we need to take them very. We need to take them as very important. Und wir Christen sollten diese Worte ernst nehmen. Because as Christians, I said last Sunday, as part of the gathering, God has given us the Great Commission. Und ich habe nämlich letzte Woche gesagt, Gott hat uns den Auftrag gegeben. And he wants us to reach out to the lost. Gott möchte, dass wir die Verlorenen erreichen. And that's why he's blessing us. That's why he's increasing us in each and every way. That's why he's giving us abundance. Und für diesen Auftrag gibt er uns die Kraft und segnet uns. This other word, be in authority. Und dieses Wort, in Autorität zu sein. Do you know, when Christians are in places of authority, wusstest du, dass wenn Christen in dieser Autorität sind and they refuse to compromise, und wenn sie sich weigern, einen Kompromiss einzugehen, then there's going to be good change. Dann wird es eine gute Veränderung geben.
Just imagine when there are many Christians in Parliament. Stell dir vor, es gäbe so viele Christen im Parlament. And they say we are not going to compromise. Und wenn sie alle sagen würden, wir werden keinen Kompromiss eingehen. We will do things God's way. Wir werden die Dinge auf Gottes Weise tun. In fact, the proverb says this. Und in Sprüche steht. When a righteous man. Wenn ein Gerechter. Is in leadership. In einer Leiterschaft ist. The city rejoices. Wird sich die Stadt erfreuen. Amen. Amen. And I believe that we are in a time that God is raising Christians to be in places of authority. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott die Christen erhebt, um in solchen Leitungen zu sein. Amen. So Abraham, he obeyed God. Abraham hat Gott gehorcht. And in obeying God, God spoke his word to him. Und weil er ihm gehorchte, sprach Gott zu ihm. And let me say this, when you obey God, und lass mich dir sagen, wenn du Gott gehorchst, you invite God's intervention. Lädst du Gottes Eindringen an? You invite God's intervention. Tell your neighbor, invite God's intervention in your life. Lade Gottes Einsatz in deinem Leben ein. So that he can intervene in your life. Dass er für dich einspringen kann. In fact, when you obey God, you invite God to fight on your behalf. Und wenn du Gott in deinem Leben einlädst, dann lädst du ihn ein, für dich die Kämpfe zu bestreiten. God wants to work on your behalf. He wants to fight on your behalf. Gott möchte auch für dich kämpfen. At the beginning of the year, I said, especially for the place that we are in here. Und am Anfang des Jahres sagte ich, that God impressed a word in my heart in Deuteronomy chapter 30, verse 16. Dass Gott mir dieses Wort aus 5. Mose 30 gegeben hat. I don't want us to lose sight of this word. It says, in that I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commandments, his statutes and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Vers 16, wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. We love the Lord. How many people love the Lord here? Wir lieben den Herrn. Wer von uns just liebt tell Gott? Your neighbor, I love God. Sag deinem Nachbarn, ich liebe I Gott. I love God. Ich liebe Gott. Elka, ich liebe Gott. Ich liebe Gott. I love God above all else. Ich liebe Gott über alles andere. Amen. Amen. So because you love God, God says, I am going to bless you. Und weil sie Gott liebten, werde ich euch segnen, sagt er. And here, specifically in this verse, it says, because you love God, he will cause you to live and he will cause you to multiply. Und weil du Gott liebst, wirst du durch ihn leben und er wird dich zum Vermehren bringen. I don't know, is somebody expecting multiplication here? Erwartet hier jemand Vermehrung? How many of us are expecting? You know, I'm expecting multiplication to be able to do more for the Lord. Ich erwarte die Vermehrung, dass ich noch mehr tun kann für Gott. There is more to be done for the Lord. Es gibt so viel zu tun für Gott. There is more to be done for the Lord. Es gibt so viel mehr zu tun für den Herrn. Amen. Amen. So let's be expectant. Also lasst uns erwartungsvoll sein. When you read through the Bible, you see God speaks several times about multiplication. Wenn wir die Bibel durchlesen, sehen wir so oft das Wort Vermehrung. But when I was studying this word, I realized he's connecting multiplication with obedience. Und jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, sehe ich, dass Vermehrung in Verbindung steht mit Gehorsam. Obedience is very, very important. Gehorsam ist sehr, sehr wichtig. In Leviticus 26, verse 9, God says, for I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. You shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. I will set my tabernacle among you and my soul shall not abound you.
Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. How many of us likes being favored? Wer von uns mag es, begünstigt zu werden? I like being favored. Ich mag es, Gottes Gnade, Gunst zu erleben. In fact, I always say, I'm God's favorite child. Ich sage immer, ich bin Gottes Lieblingskind. And because I'm God's favorite child, und weil ich Gottes Lieblingskind bin, I go around expecting God's favor. Gehe ich in die Welt und erwarte Gottes Gunst. I know somebody's there and saying, how about me? Vielleicht sagst du gerade was mit mir. Yeah, talk that over yourself. Speak that over yourself. Sag das über dich selbst. Me, I'm saying I am God's favorite child. Ich sage über mich, ich bin Gottes Lieblingskind. And I'm expecting God's favor. Und ich erwarte Gottes Gunst. I'm expecting to live a life of favor. Ich erwarte ein Leben von Gunst. Amen. I was talking with somebody. Ich habe mit jemandem gesprochen. And I testified of this person of God's favor in my life. Und ich habe Zeugnis gegeben über Gottes Gunst in meinem Leben. In fact, I gave a testimony of this person just coming and blessing me with 10,000. Ich habe dieses Zeugnis gegeben, wie einmal eine Person zu mir kam und mir 10,000 gegeben hat. And this person asking, how? Tell me, how can this happen? How does this such things happen? Und die Person fragte mich, wie kann das passieren? In fact, the way you're saying, it's sort of like such things don't happen. Und er sagte das so, als würde sowas nie passieren. How can somebody just come and start giving you? Wie kann das passieren? Wie kann jemand einfach zu dir kommen und dir 10,000 geben? I live a life of favor. Ich lebe ein Leben von Gunst. Most of the times when pastors speak of such things, die meisten Male, wenn ein Pastor über so etwas erzählt, 99% of people come and tell me, oh, that only happens to pastors. Kommen 99% der Menschen zu mir und sagen, das passiert nur den Pastoren. No, that is not true. Nein, das ist nicht wahr. It can happen to anyone. Das kann jedem passieren. If God can do something good to me, wenn Gott mir etwas Gutes tun kann, which he knows makes me happy, which he knows is a blessing to me, wovon er weiß, dass es mir Hilfe bringt, the same thing he can do to Elka. Dasselbe kann er auch jemand anderem tun. I mean the same thing he can do to Elka. Er kann es auch Elka tun. Genau. You need to claim those blessings. You believe in God for your car, you know? You don't forget it. No, you need about 10,000 for your car. Yeah. So you translate exactly what I say. Amen. Amen. So if God can do something good to Elka, wenn Gott etwas Gutes für Pastor tun kann, he can do the same thing to you. Dann kann er das auch für dich now, tun. Just translate Elka at the time. If God can do something good to Elka, wenn Gott etwas Gutes für Elka tun kann, genau, he can do also to Maxwell. Dann kann er das auch für Pastor Maxwell yeah, tun. Yeah, now you can say that. Amen. The word of God tells me he is not a respecter of persons. Gottes Wort sagt mir, er schaut nicht auf die Person. No, he's not a respecter of persons. Er schaut nicht auf Personen. You know, the message I preached last Sunday. Die Predigt, die ich letzte Woche gegeben habe. I said about when we read the Old Testament, you see, God singled out the children of Israel as his people. Da haben wir gesehen, dass Gott die Israeliten als sein Volk auserwählt hat. When I was growing up, I read the Bible and asking, Lord, I don't understand this. How about me? Und als ich aufwuchs, habe ich mich immer gefragt, ich verstehe das nicht. Was ist dann mit mir? Until I realized that God started with the children of Israel because he wanted to reach me. Bis ich erkannte, dass er mit den Israeliten angefangen hat, um mich zu erreichen. He's always looking for somebody to use. Er sucht immer nach jemanden, den er benutzen kann. Somebody who is near, somebody who is willing and obedient to use. Er sucht immer nach jemanden, der bereit ist und bereit ist, sich gebrauchen zu lassen. So through this person, he can touch another person. Und durch diese Person kann er dann andere Personen berühren. Through this person, he can reach to Olaf. Und durch diese Person kann er dann Olaf erreichen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. He's not a God of favorism. Er ist kein Gott, der Menschen favorisiert. When I say that I'm God's favorite child, wenn ich sage, ich bin Gottes Lieblingskind, it's not that you are not God's favorite child. Das heißt nicht, dass du nicht Gottes Lieblingskind bist. Amen. Amen. So he says,
For I will look unto you, I will look on you favorably and make you fruitful and multiply you and confirm my covenant with you. Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Then I read verse 11, which really touched me and it just blessed me. Und Vers 11 berührt mich und segnet mich. He told them, I will set my tabernacle among you and my soul shall not abhor you. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. In this other version, it says, and I will walk among you and be your God and you shall be my people. Und ich will unter euch wandeln und ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. As a church, my prayer is that God is going to walk among us. Mein Gebet ist, dass Gott in uns wohnen wird. I love the presence of God. I seek the presence of God. Ich liebe die Gegenwart Gottes und ich suche die Gegenwart Gottes. He says, I will set my tabernacle among you. Und er sagt selbst, ich möchte meine Wohnung unter euch haben. This word tabernacle in Hebrew is Mishkan. Das hebräische Wort für Wohnung ist Mishkan. Which means a residence. Also ein Wohnort. You know, foreigners, when they receive a resident permit in Germany, they're excited. Wenn Ausländer so eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dann freuen sie sich. Because they say, oh, I've got permission to stay. Sie freuen sich, weil sie hier bleiben dürfen. Do you know that God wants a resident permit for your life? Wusstest du, dass Gott auch so eine Aufenthaltsgenehmigung in deinem Leben möchte? And you are the only one who can give him a residence permit. Und du bist die einzige Person, die ihm sowas geben kann. Elka, have you ever thought about that? You can give God a residence permit. Du kannst Gott eine Aufenthaltsgenehmigung geben. And he says, I will set my tabernacle among you. Er sagt, ich möchte meine Wohnung unter euch haben. I will have residence among you. Ich werde bei euch wohnen. When I read this, I say, God, this is what I want for us. This is what I want in this church. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Gott, ich möchte genau das für unsere Gemeinde. Another definition is dwelling place. Eine andere Definition ist ein Wohnplatz. Another definition is habitation. Somewhere he just dwells. Habitation is. Ja, da wo Gott wohnen möchte. You know, I always say a church without the presence of God is just a club where people meet. Eine Gemeinde ohne die Gegenwart Gottes ist nur ein Club. My prayer is we are not going to be a club. Und mein Gebet ist, dass wir nicht nur so ein Club sind. You know, a club is a place where people can do anything, anything they want, anything can go. In einem Club kann jeder das tun, was sie möchten. They don't even think about God. Sie denken nicht einmal an Gott. They don't think even about obeying God. Sie denken nicht daran, Gott zu gehorchen. But we are not a club. We are a place where God dwells. Aber wir sind kein Club. Wir sind ein Wohnort Gottes. And I always say, we have different flags here. When the wall comes here, we'll have the verse. This is a house of prayer for all nations. Und ich sage es immer wieder: Bald werden wir die Wand haben, und da wird der Vers wieder stehen. Dies ist ein Gebetshaus für alle Nationen. Just to remind us that this is a house of worship, a house of prayer. Dass wir die Erinnerung haben, das ist ein Gebetshaus. Many people they've heard, oh, they got that place. Viele haben gehört, oh, sie haben diesen großen Ort bekommen. And people they see the flags outside. Okay, so people are neugierig. Jetzt sind die Menschen neugierig geworden, weil sie auch die Flagge draußen gesehen haben. On Friday. Am Freitag. One person came to me. Kam eine Person zu mir. During choir practice. In der Chorprobe. And he told me, "Oh, I heard you got this place. It's nice, it's big. You have he told me, you have very powerful equipment." Und diese Person sagte, ihr habt diesen großen Platz bekommen. Ihr habt so viel gute Ausstattung. And I looked around and said, "Powerful equipment?" I said, "No, actually, we've just started. We've not bought the powerful equipment yet. We are going to buy them soon." Und ich sagte, schaute mich um und sagte, ja, das ist noch nicht alles. Wir werden noch das kraftvolle die Ausstattung kaufen. And he asked me, "Okay, you know, I'm a singer. I play the keyboard. Can we have a concert here?" Und diese Person sagte, ich bin ein Sänger und ich habe ein Keyboard. Kann ich ein Konzert hier haben? And they told me the other day we just had a big concert in the other place. And this place is big. It's good for concert. Und diese Person sagte, wir hatten schon ein Konzert letztes Mal in einem anderen Ort.
And then ask him, okay, what kind of concert? Und dann fragte ich die Person, was für ein Konzert denn? And he told me country music concert. Und er sagte country music. I said, what kind of country music? Und ich fragte, was für eine Art von country music? And he was wondering, huh? What do you mean, what kind of country music? Country music. Und er fragte mich, was meinst du damit? And then he went ahead to explain to him, to me. Und dann erzählte und erklärte er weiter. And then I told him, you know, this is a house of prayer, a house of worship. Und ich sagte eben, das ist aber ein Gebetshaus, ein Haus der Anbetung. If you are going to have a concert here, it's going to be a Holy Ghost-filled concert. Und wenn du ein Konzert hier haben wirst, dann wird es nur ein Konzert mit Heiligen Geist geben. Because this is a house of worship for all nations. Denn das ist ein Gebetshaus für alle Nationen. We want to create this worshipful atmosphere in this place. Wir möchten diese Anbetungsatmosphäre hier aufrechterhalten. Amen. Tell your neighbor, this is a house of worship. Sagt der Nachbarn, das ist ein Gebetshaus für alle Nationen. This is a place that God dwells. This is God's habitation. Das Halleluja. Ist Gottes Wohnort, da wo Gott wohnt. We want the presence of God here every time. Und wir möchten Gottes Gegenwart jederzeit haben. You know, last Sunday I mentioned about the Israelites, God blessing them. Letzte Woche haben wir gehört, wie Gott die Israeliten segnete. But he blessed them and he told them, because I've blessed you, you are supposed to obey me and follow me all the days of your life. Gott sagte zu ihnen, weil ich euch gesegnet habe, müsst ihr mir auch gehorchen. And he told them, anytime you decide to go your own way, to follow your own agenda. Und jedes Mal, wenn ihr euch dazu entscheidet, euren eigenen Weg zu folgen, then that thing will be taken away. Dann wird dieser Segen von euch genommen sein. Now, I remember my pastor. Ich erinnere mich an meinen Pastor. My pastor used to tell me, don't do things in your own agenda. Mein Pastor sagte uns immer, tut die Dinge nicht auf eure eigene Weise. I don't want to do things in my own agenda. Ich möchte die Dinge nicht auf meiner eigenen Weise machen. I want to do things in God's way, God's agenda. Ich möchte die How Dinge, you want things to be done. Ich möchte die Dinge auf Gottes Weise machen. Amen. Amen. And as a church, we are going to do things the way God wants things to be done, not how we want things to be done. Wir möchten auch als Gemeinde die Dinge so machen, wie Gott sie haben möchte, nicht so, wie wir es haben möchten. But you see, God told the children of Israel in Deuteronomy chapter 8, and I believe he speaks to us. Ich glaube, Gott spricht zu uns im 5. Mose Kapitel 8. He was telling them in verse 13, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all you have is multiplied, then your minds and hearts be lifted and make you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water, but who brought you forth water out of the flinty rock. And beware, verse 17, and be aware lest you say in your mind and heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. But you shall earnestly remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant with which he swore to your fathers as it is this day. I read from the Amplified Version. 5. Mose 8, 14, 15, 17 und 18. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Now ask your neighbor, are you multiplied? Frag deinen Nachbarn, bist du vermehrt? Is your silver and your gold multiplied? Haben sich dein Silber und Gold vermehrt? If they say yes, say praise the Lord. Wenn sie ja sagen, dann sag preis den Herrn. And then tell them, okay, listen to me once again. Und dann sag, hör mir aber noch einmal zu. Have you forgotten God? Hast du Gott vergessen? Silver and gold multiplied? Hat sich dein Silber und dein Gold vermehrt? I'm asking you. Ja. Have you forgotten God? Hast du Gott vergessen? Nein. Okay. He says, when you are multiplied,
Er sagt, wenn ihr vermehrt seid. You know, many times as Christians, we believe God for breakthroughs. We believe God for multiplication. You hear this word, God wants to multiply you, and you hear a big amen. Und jedes Mal sagen wir und hören wir, Gott wird dich vermehren, und wir freuen uns und sagen Amen. And when we are blessed, we are multiplied. Und dann, wenn wir da angekommen sind und alles sich vermehrt hat, it's so easy to forget God. Es ist so einfach, Gott wieder zu vergessen. Do you know it is so easy to forget God? Es ist so einfach, Gott zu vergessen. I've been in powerful prayer meetings where we've prayed for God to bless people with jobs. Ich war in großen Gebetsmeetings, wo für Menschen gebetet wurde, dass sie einen Job bekommen. And all these people, they really cried out to God, God. Und diese Menschen haben wirklich zu Gott geschrien. When you bless me, I will do this for you. I will do this for you. Und sie sagten, wenn du mir diesen Job gibst, dann werde ich das und das für dich tun. Then let the blessing come. Und dann kam dieser Segen. You don't see them again in church. Dann siehst du sie nicht mehr in der Gemeinde. Oh, where have you? Wo bist du? Oh, Pastor, you know I was working overtime. Pastor, ich habe die Überstunden noch gearbeitet. Tell your neighbor, remember not to forget God. Sag deinem Nachbarn, vergiss nicht an deinen Gott zu denken. You know, the nature of God is a faithful God. Die Natur Gottes ist Treue. We need to learn to be faithful to him. Auch wir sollten lernen, treu zu ihm zu sein. So he told the children of Israel, when you are multiplied, when you are blessed, when you have the breakthrough. Und so sagt er, wenn ihr euren Durchbruch bekommen habt, wenn ihr vermehrt wurdet und euren Segen habt, do not forget God. Vergisst Gott nicht. And then he says, and if you forget the Lord your God and walk after other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish like the nations which the Lord makes to perish before you, so shall you perish, because you will not obey the voice of the Lord your God. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Now, as I finish, let me say this. Lass mich noch eines sagen. I realize in these verses and many verses, God speaks a lot about obedience. Ich merke, wie Gott so oft über Gehorsam spricht. He speaks about obedience. Er spricht über Gehorsam. This year, let's make a decision that we will obey God. Lass uns dieses Jahr die Entscheidung treffen, Gott zu gehorchen. To every detail. Und zwar in jedem kleinen Detail. He has a plan to multiply us. He has a plan to bless us. Er hat einen Plan, um uns zu vermehren und uns zu segnen. He has a plan to do great and mighty things, miracles in our lives. Er hat einen Plan, um wunderbare Wunder zu tun in unserem Leben. There's a time I said one of my favorite definitions of miracle is extraordinary things. Und eine Definition von Wunder ist Außergewöhnliches. Außergewöhnliches. Extraordinary. Oh, God is still doing außergewöhnliche. Etwas, das ist, es ist nicht gewohnt. We don't see them every day. Es sind Dinge, die Gott, die wir nicht jeden Tag sehen. He's still able. Gott ist immer noch fähig. I say he's still alive and active. Er ist immer noch am Leben und er ist immer noch aktiv. As we expect him to do that. Und wenn du das von ihm erwartest. Let's make a decision in our mind. Lass uns auch in unseren Gedanken eine Entscheidung treffen. Number one, God, we are going to obey you. Nummer eins, Gott, ich werde dir gehorchen. And when the blessings comes, I will not forget you. Und Nummer zwei, wenn die Segen kommen, werde ich dich nicht vergessen. I will obey you. Ich werde dir weiter gehorchen. And when the blessings comes, und wenn die Segen kommen, I will not forget you. Werde ich dich nicht vergessen. Last verse, Hebrews chapter 4, verse 11. Hebräer 4, Vers 11. It talks about the promised rest. God has promised us rest. Gott hat uns eine Ruhe versprochen. It says, therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. So lasst uns Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. The word that was preached.
das Wort, das gepredigt wurde, the gospel, the good news, das Evangelium, die gute Nachricht, did not benefit them, hat ihnen nichts geholfen. Because they did not mix it with faith. Denn sie haben dieses Wort nicht mit Glauben vermischt. It is good to hear God's word. Es ist gut, Gottes Wort zu hören. But it's not going to bring any result in your life if you don't mix it with faith. Aber es wird kein Ergebnis in deinem Leben bringen, wenn du das Wort nicht mit Glauben vermischst. Let's be like Mary when you hear the word of the Lord. Lass uns sein wie Maria, wie als sie das Wort Gottes hörte. And say, Lord, I believe. Sie sagte, Herr, ich glaube. May it be to me according to your word. Es soll so geschehen, wie dein Wort sagt. May it be to me according to your word. Es soll so geschehen, wie dein Wort sagt. There is this song, be it unto me according to your word. Es soll so geschehen, wie dein Wort sagt. Be it unto me according to your word. Sing it in German. According to your promises. Es soll so geschehen in meinem Leben, wie dein Wort es sagt. According to your promises. Und wie deine Versprechen sind. I can stand secure. Ich kann sicher stehen. Cover unto my heart. Be unto me according to your word. According to your promises. I can stand secure. Cover upon my heart the truth that sets me free. According to your promises, be unto me. Be unto me according to your word. According to your promises, I can stand secure. Cover upon my heart the truth that sets me free. According to your promises, be right here. Let's just rise up on our feet as we just sing this song and just tell God, God, be it unto me according to your word. Let me just have the choirs in front. Lass uns aufstehen und dieses Wort singen und mit Gott darüber reden. Be unto me. Tell God, be unto me, Lord, according to your word. Lass uns Gott sagen, es soll mit mir so geschehen, wie dein be Wort sagt. Be unto me according to your word. Es soll mit mir so geschehen, wie dein Wort sagt. Be it unto me according to your words, according to your promises, I can stand secure. Call upon my heart with truth that sets me free. According to your word, O Lord, be to me, be it unto me, be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Oh, pour upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. We say, Lord, be it unto me. O Lord, according to your word, according to your promises, I can stand secure. The truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me.
according to your word, O Lord. Be it unto me according to your promises, according to your word, O Lord. Be it unto me according to your word, O Lord. According to your word, O Lord. Be it unto me. To me, O Lord, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Call upon my heart the truth that sets me free, according to your word, O Lord. Father, according to our confession, Herr, wie wir gerade bekannt haben, we have confessed that let it be unto us according to your word. Wir haben bekannt, lass es so geschehen, wie dein Wort es sagt. I pray for each and every one of us. Ich bete für jeden einzelnen von uns. That it's going to be according to your word. Dass es so sein wird, wie dein Wort es sagt. That we are going to experience you at work in our lives. Dass wir erleben werden, wie du in unserem Leben wirkst. That we are going to experience your intervention in our lives. Dass wir sehen werden, wie du eingreifst. That we are going to experience your workings in our lives. Und dass wir sehen werden, wie du wirkst in unserem Leben. Father, I pray that we are going to be a testimony of the Lord's goodness. Und Herr, ich bete, dass wir ein Zeugnis sein werden von Gottes Güte. That you will bless us. Dass du uns segnest. You will touch us. Uns berührst. You'll do something in our lives. Dass du etwas in unserem Leben tun wirst. That people will look at us and say, surely there is a God. So dass Menschen auf unser Leben schauen und sagen können, Gott ist wirklich da. They'll say that surely the Lord is alive. Gott ist wirklich lebendig. And Father, we just offer our lives to you. Und Herr, wir geben dir unsere Leben. We give you our lives. Wir geben dir unsere Leben. Because we belong to you. Denn wir gehören zu dir. I just want to speak your blessing upon your children. Ich möchte deinen Segen auf deine Kinder sprechen. I speak your blessing upon their homes. Ich spreche deinen Segen auf ihre Häuser. I speak your blessing upon the work of their hands. Ich spreche deinen Segen auf das auf die Arbeit. I speak your blessing upon their businesses. Und ich bete, dass dein Segen auf ihren Geschäften ist. I speak your blessing upon their studies. Ich spreche deinen Segen auf ihre Studien. Oh Lord, I speak your blessings upon every marriage here. Ich bete und spreche deinen Segen auf jede Ehe. I speak your blessing upon every marriage. Ich spreche deinen Segen auf jede Ehe. I declare that every marriage is going to work. No marriage is going to fail in Jesus' name. Und ich erkläre hiermit, dass jede Ehe gut funktionieren wird. May your blessing dwell in our marriages. Dein Segen soll auf unseren Ehen sein. I also speak your blessing upon our children. Und ich spreche auch deinen Segen auf unsere Kinder. Every child in this church. Auf jedes Kind dieser Gemeinde. May your hands be upon them. Dass deine Hände auf ihnen. May your blessings be upon them. Auf ihnen liegen wird und dass ein Segen auf ihnen sein wird. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. I pray for the singles in this church who are believing you for a life partner. Ich bete für jeden, der Single ist und auf deinen Partner wartet. That you'll bless them this year. Dass du sie dieses Jahr segnen wirst. That you'll connect them with the right people. Dass du sie verbinden wirst mit der richtigen Person. That they're going to be a testimony of your goodness. Dass ein Zeugnis da sein wird von deiner Güte, O Herr. I thank you for your blessings upon our lives. Ich danke dir für den Segen in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you're in agreement, say amen.